macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den LOL News. Basti ist in seinem wohlverdienten Urlaub und das heißt, ihr müsst heute mit mir, dem guten Kernus, Vorlieb nehmen, aber das lässt uns nicht lange fackeln und los geht's. Und unsere erste News ist direkt ein ganz schöner Knaller. Denn Dumbo und Kia hat bekannt gegeben, dass Noguri zurück zu ihnen kommt. Also ihr Toplaner, ihr großer Star-Toplaner, mit dem man alles gewonnen hat. Die Weltmeisterschaft, mehrfach die LCK und dann zu FunPlus Phoenix in die LPL gegangen ist. Als großer Titelmeister tatsächlich zur Weltmeisterschaft gefahren ist und dort überraschend in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Danach hat er sich erstmal zur Ruhe gesetzt und ist jetzt wieder da, nachdem sich die Talente leider auf der Toplane nicht ganz so durchsetzen konnten. Hoja und Bordel werden wohl erst einmal im Team bleiben, aber beide Toplaner konnten nicht diese konstant gute Leistung fahren, die man erwartet hat. Die Verbesserung war anscheinend nicht groß genug für die eigenen internen Ansprüche und das heißt, Noguri ist zurück, Noguri ist wieder da und Damon Kia damit für den SummerSplit wieder ein ganz großer Titelkandidat. Als nächstes wollen wir tatsächlich in die Second Div der Strauß Prime League schauen, denn dort war das große Finale zwischen NNO und Hertha BSC. Hertha BSC ging ja als der große Favorit in die Playoffs rein und dann gab es im Upper Bracket Final zwischen NNO und Hertha BSC ja bereits die erste Überraschung, wo Hertha BSC 2-3 verloren hat und auf einmal wusste man nicht mehr, wie gut ist NNO auf einmal und im Finale hat man dann leider diese Leistung nicht nochmal wiederholen können. Da hat jetzt Hertha BSC es geschafft, sich mit einem sehr eindeutigen 3-0 durchzusetzen und damit den ersten Titel in der Second Div zusammen und damit auch den eigenen Ansprüchen, um den Aufstieg zu spielen, wirklich gut zu erfüllen. Ja, und dann können wir vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick wagen Richtung European Masters. Die gehen nämlich heute wieder weiter. Die Hinrunde, die ist vorbei, hat gut angefangen eigentlich für unsere Teams. 4-0 Start ohne Niederlage, dann ging es bergab. Tatsächlich Eintracht Spandau und auch Gamer Legion bereits unter Druck, stehen mit 1-2 nicht mehr auf den ersten beiden Plätzen, um in die nächste Knockout-Stage einzuziehen. Da muss jetzt also wirklich nochmal einiges angefeuert werden. Heute geht es weiter mit den Unicorns, die mit 2-1 noch sehr gut dastehen auf dem zweiten Tabellenplatz ihrer Gruppe D. Heute wird also die Rückrunde abgeschlossen werden. Gerne einschalten, unterstützen. Morgen wird dann Gamer Legion aus der Gruppe B ihre Gruppe ebenfalls abschließen. Und am Sonntag geht es dann für Eintracht Spandau ums Eingemachte, um auch da vielleicht in der Rückrunde nochmal zu punkten und in die Knockout-Stage einzuziehen. Ja, und jetzt können wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Veränderungen schauen, die sich auf dem 29er-Patch am 11. Mai anbahnen. Auf dem PBE bekommen nämlich Olaf wie auch Swain ein Mini-Rework. Ich verlinke euch mal einen kleinen Artikel von Summoners In. Wenn ihr also das im Detail nochmal nachlesen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten hier eine kleine Zusammenfassung. Olaf wird ziemlich hart gebufft, meiner Meinung nach, denn seine Ultimate hat eine kürzere Laufzeit, kann dafür unendlich verlängert werden, solange er eben mit Autotext oder Fähigkeiten jemanden trifft. Dazu kriegt er ein Schild, verliert keine Resistenzen auf der Ultimate, hat auf seiner Axt noch Armor Pen dazu, bessere Scaling-Werte, dafür allerdings seine Base-Werte ein bisschen reduziert worden. Im Großen und Ganzen klingt das für mich allerdings nach einem ganz schönen wütenden und vor allem starken Nordmann. Und Swain auf der anderen Seite wurde ebenfalls angepasst. Auch bei ihm ist die Devise, naja, warum Ultimate zu begrenzen. Auch Swain ist jetzt in der Lage tatsächlich, sein Ultimate unendlich lange anzuhaben, solange ein Gegner in der Nähe ist, dem er so ein bisschen Dämonenpower aussaugen kann. Also auch dort interessante Veränderungen. Er wurde dafür technisch ein bisschen begrenzt. Also zum Beispiel das Heranziehen über ganz weite Distanzen nicht mehr unbedingt möglich. Insofern mal gucken, was Swain Neues bieten kann. Es kann natürlich noch einiges verändert werden bis zum 11. Mai, aber aktuell sehen die beiden Champions ziemlich, ziemlich stark aus. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein, wenn mich interessiert, was ihr davon haltet. Im Großen und Ganzen sehen aber beide ziemlich gut aus. Was natürlich nicht fehlen darf, ist unser LOL-Quick-Tipp für euch. Dieses Mal wollen wir uns mit dem Vladimir-Pick beschäftigen, den Tempt auf den European Masters gegen Gamer Legion gezeigt hat. Dieser Champion ging ziemlich gut auf und hat Gamer Legion das Leben ziemlich schwer gemacht. Er war ein Midlaner, der sehr gut natürlich im Scaling ist, gerade eine aktive Gefahr ist, in Teamfights für die Backline, für die gegnerischen Carries quasi und wunderbar reinscaled. Aber auch auf der Lane schon relativ nervig sein kann. Er ist unglaublich schwierig zu ganken, einfach wegen der Blutlache, ist er relativ sicher, schwierig zu ganken, weil er einfach sehr gut Fähigkeiten ausweichen kann und die Lane relativ kurz ist auf der Midlane. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich mit Electrocute schon ein gewisser Base-Damage auch da ist und natürlich mit Mobility-Spells wie auch Fähigkeitstempo der Champion sehr schnell auch gefährlich werden kann. Insofern schaut euch das gerne mal an, der Artikel wie immer natürlich unten verlinkt und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. So, das soll es dann auch erstmal gewesen sein mit den LOL-News für diese Woche. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Feedback, Anregungen oder irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, wir werden uns das auf jeden Fall
durchlesen. Ich wünsche auf jeden Fall Basti weiterhin einen wunderschönen Urlaub. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns, euer Kernus. Bis bald. Ciao.